Heute sprechen wir über die Teleskopprothese, über den Dauer, den Ablauf und die einzelnen Termine. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, ihr Lieben. Ich begrüße euch. In diesem Video sprechen wir über die Teleskopprothese, über die einzelnen Termine und den Ablauf und die Dauer der Termine. Und wie üblich kommt ein Patient entweder, weil er einen Wunsch hat für Zahnersatz oder er kommt zum Kontrolltermin oder wie auch immer und dann entsteht ein Gespräch. Bei dem ersten Termin gucken wir uns die Zähne und das Zahnfleisch an und da sehe ich dann bereits schon, was notwendig ist und besprechen vielleicht schon vorab, was für Zahnersatz gemacht werden könnte. Und dann setze ich mich separat hin und mache eine Planung. Und dann gibt es einen Besprechungstermin mit dem Patienten, wo wir dann das, was ich geplant habe, besprechen, gegebenenfalls sogar mit den Kosten bereits schon. Und im besten Fall sagt der Patient zu und dann können wir die Termine planen. Ich habe jetzt insgesamt acht Termine aufgeschrieben, die wir benötigen, um diese Arbeit jetzt so zu machen, wie ich sie hier aufgeschrieben habe, wie ich mir das vorstelle, eine gute Teleskoparbeit herzustellen. Aber bevor wir mit dem Ablauf beginnen, möchte ich darauf hinweisen, was für Materialien eigentlich für die Herstellung einer Teleskoparbeit in Frage kommen. Es kommt als erstes NEM, also Stahl. Zweite Möglichkeit wäre Gold. Das dritte Material wäre Zirkonoxid. Man kann natürlich dann auch das Modellgussgerüst, also das, was der Patient dann herausnehmen kann, auch mit PEEK machen. Also da gibt es auch andere Materialien, die zur Verfügung stehen, um eine Teleskoparbeit herzustellen. Und außerdem möchte ich noch zwei Videos verlinken. Die verlinke ich jetzt hier direkt hintereinander. Das sind beides Teleskoparbeiten, die ich bereits als Videos habe. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wie so eine Teleskoparbeit hergestellt wird. Bei beiden Arbeiten habe ich eine Brücke gemacht und auch eine Teleskoparbeit. So, bei der einen war das im Unterkiefer mit einer Oberkieferbrücke und das zweite Video ist mit einer Unterkiefer-Seitenzahnbrücke und einer Oberkiefer-Teleskoparbeit. Schaut euch die Videos an, dann wisst ihr mehr, was ich jetzt mit diesen einzelnen Terminen, die ich jetzt hier gleich nennen werde, aufzeigen werde, was ich damit meine. Ja, dann könnt ihr genauer verstehen, was ich da gemacht habe. Beim ersten Termin, machen wir das mal so. Beim ersten Termin kommt der Patient zum Präparieren der Zähne. Das heißt, wir beschleifen die Zähne. Je nach Anzahl der Zähne kann der Termin 1, 2 oder 3 Stunden, je nachdem, wie lange man braucht, dauern. Und da sind einige Dinge zu beachten. Und zwar müssen wir natürlich die Zähne beschleifen, so weit beschleifen, dass genug Platz vorhanden ist für eine Primärkrone, für die Sekundärkrone und auch eine Verblendung. Wenn man nicht zu viel wegschleift von ringsherum, sagen wir mal, ich mache jetzt irgendwelche Schneidezähne, ja, und ich beschleife die nicht genug, dann werden die wie Bollos, dann werden die wie Bonbons, also werden die richtig dick. Also das heißt, ich muss ein gutes Mittel finden, dass ich die Zähne so weit geschliffen habe, dass ich dort eine schöne Krone hinbekomme. Dann muss ich natürlich auch beachten, dass ich auch von der Höhe die Zähne so weit kürze, dass, wenn ich die verblenden möchte,
dass nicht zu dünn wird die Verblendung, weil dann platzt die Verblendung ab. Deswegen bringe ich mal das Stichwort Backward Planning hier rein. Backward Planning heißt eine Rückwärtsplanung. Das heißt, wir haben das Ergebnis zusammen mit einem Zahntechniker. Der Zahntechniker macht dieses Backward Planning für uns. Der sagt, die Arbeit muss so und so aussehen. Und dann bekommen wir die Unterlagen von ihm. Und dann können wir mit bestimmten Mitteln, sagen wir mal, ich kann mit einem Silikon-Teil schauen, wie viel ich von dem Zahn wegschleifen müsste, damit dann die Krone, die zweite Krone und die Verblendung darüber passen. Dann haben wir als zweiten Termin die Indiv-Abformung mit der Einprobe der Primärteile, der ersten Kronen, die der Zahntechniker schon gemacht hat. Zwischen dem ersten Termin, den wir jetzt gerade besprochen haben, und diesem Termin liegen, sagen wir mal, zwischen einer Woche und 10 Tage. So, und in diesem zweiten Termin werden die Kronen, die ersten Kronen, die hergestellt wurden, eingepasst und einprobiert, eine Fit-Checker-Probe gemacht, um zu gucken, sitzen die gleichmäßig gut auf den Stümpfen oder nicht. Und dann wird darüber ein Abdruck genommen. Und im Labor, das geht dann ins Labor und es wird ein Meistermodell hergestellt. So, dieser Termin dauert 40 Minuten bis eine Stunde. So, zwischen dem zweiten und dritten Termin können dann auch wiederum zwischen 7 und 14 Tagen liegen. Und in diesem dritten Termin erfolgt dann das intraorale Verkleben der Sekundärteile mit dem Modellgussgerüst, also mit dem Gerüst, was diesen herausnehmbaren Teil insgesamt zusammenhält. Und darüber wird auch nochmal eine Überabformung gemacht und dieser dritte Termin dauert 30 bis 60 Minuten. Dann kommen wir zum vierten Termin. Zwischen dem dritten und vierten Termin haben wir einen Abstand, sagen wir mal von 3 bis 4 Tagen. Und dort machen wir dann, die Bissnahme wird mit Bissschablonen gemacht. Man kann das auch in einem vorigen Termin machen, aber jetzt wollen wir eine endgültige Bissnahme machen, die ziemlich genau ist, um dann weiterzumachen. Und dieser Termin dauert 30 Minuten circa. Im fünften Termin haben wir dann unsere Wachseinprobe und diese Wachseinprobe dauert auch 30 bis 40 Minuten, weil wir jedes Mal die Provisorien von den beschliffenen Zähnen runternehmen müssen und die Zähne sauber machen müssen, den Zahnersatz jetzt für die Wachseinprobe in diesem Fall einsetzen möchten und dann später wieder die Provisorien wieder draufsetzen möchten. Deswegen 30 bis 40 Minuten. Im nächsten sechsten Termin erfolgt dann die Eingliederung, die Zementierung der Teleskope und der Patient kann dann nach Hause gehen. Dieser Termin dauert zwischen 40 und 60 Minuten. Wenn der Patient noch das i-Tüpfelchen drauf haben möchte und er möchte einen sehr genauen Biss haben, das kann man nicht intraoral einfach so einschleifen, sondern man müsste eine sogenannte Remontage machen. Bei der Remontage wird Folgendes gemacht, wird der Biss leicht angehoben mit einem Jig, mit einem Frontzahnjig. Das heißt, hier vorne wird der Zahn zwischen den oberen und den unteren gesperrt, sodass im Backenzahnbereich minimal kein Kontakt vorhanden ist. Und wenn man versucht, ganz normal zuzubeißen, im Seitenzahnbereich, obwohl man nicht draufkommt, wird das dann mit einem Material verschlüsselt und diese Arbeit geht dann so ins Labor. Man nimmt natürlich dann auch noch den Gesichtsbogen und im Labor wird dann Folgendes gemacht, wird der Biss abgesenkt und die Zahnpaare so eingeschliffen, dass dann die Seitenzähne möglichst alle Kontakt haben. Und bei diesem Termin für die Remontage
benötigen wir ca. 20 bis 30 Minuten. Und dann kann am selben Tag der Patient für 10 oder 20 Minuten in die Praxis kommen, um sich den Zahnersatz abzuholen. Es erfolgen natürlich auch weitere Termine, wenn irgendwelche Druckstellen entstanden sind oder irgendwas anderes sein sollte, kann sich dann der Patient von alleine melden oder man plant das vorher. Diese Nachkontrollen und genau, das wäre es zu diesem Video heute. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare damit, liken, teilen, abonniert unseren Kanal, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, schaut euch die nächsten Videos an und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, ciao, tschüss.